Lukas Meyer blickt optimistisch auf die kommenden Wochen. Der Hotelmanager vom österreichischen Pilgerhospiz in Jerusalem freut sich über viele neue Reservierungen. Es ist so, dass wir jetzt bis Weihnachten noch einige Zimmer frei haben. Aber ab Weihnachten sind wir schon fast ausgebucht und eigentlich fast durchgehend ausgebucht bis Ende Mai. Lange war das Pilgerhaus geschlossen. Dank Spenden und lokalem Tourismus hat es überlebt. Von heute an dürfen Touristen wieder nach Israel einreisen. Voraussetzung: vollständige Impfung oder Genesung innerhalb der letzten 180 Tage oder eine dritte Impfung. Und zwei PCR-Tests vor dem Abflug und nach der Ankunft. Noch ist es ruhig am Flughafen von Tel Aviv. Bis sich die Gassen der Jerusalemer Altstadt wieder füllen, wird es wohl etwas dauern. Ich hoffe und wir beten, dass Touristen kommen. 2 Jahre haben wir gelitten, keine Arbeit, alles leer. In Israel ist die 7-Tage-Inzidenz wieder auf rund 50 gesunken. Mittlerweile sind mehr als 40% der Gesamtbevölkerung dreifach geimpft. Auch wenn Israel jetzt für Touristen öffnet, der Aufwand einzureisen ist groß. Das dämpft die Hoffnung auf große Touristenströme etwas.